Der VT10001 wurde 1930 gebaut, speziell für den Stückgut-Schnellverkehr. In diesem Film soll es aber ausschließlich um Personenzüge gehen und um die kleinen Geschichten dazu. Herzlich willkommen bei den Reviermodulen. Wir werden euch jetzt ein paar sehr schöne Züge zeigen, die uns sehr am Herzen liegen. Zuerst machen wir einen kleinen Ausflug ins Bergische Land, genauer gesagt zum Bahnhof Krewinkler Brücke, gelegen an der Wuppertalbahn. Ja, den Zug habe ich ausgewählt, weil ich mich hauptsächlich um unser Nebenthema Bergisches Land gekümmert habe, an den entsprechenden Modulen mitgewirkt habe und dieser Zug vorbildgerecht auch auf der alten Wuppertalbahn gefahren ist. Es gibt dort alte Abbildungen, die das belegen und dementsprechend ist der Zug auch komplett so aufgebaut, bis hin zur Beschriftung und Alterung im altersgerechten Zustand. Davor gespannt ist eine Baureihe 93, die auch so gefahren ist, die dann zerlegt wurde teilweise, um die Alterung richtig herbeiführen zu können. Dementsprechend auch sind die Wagenkästen auseinandergenommen worden. Es sind alte preußische Abteilwagen, es sind Perronwagen dabei und die wurden dann auch noch mit Personen bestückt und auch noch eben mit der alten Beschriftung versehen. Die Wuppertalbahn mit ihren Zügen und auch der Bahnhof Krewinkler Brücke existieren nur noch im Modell. In der Realität ist heute hier die Wuppertalsperre. Zurück im Ruhrgebiet begegnet uns ein typischer Nahverkehrszug der 60er Jahre. Ein Wendezug, geschoben von einer V100. Zu den Silberlingen mit einer V100 habe ich persönliche Beziehungen aus meiner Kindheit. Wir sind da früher immer mit zur Schule gefahren und am Wochenende halt zum Wandern in die Berge gefahren, beziehungsweise ins Bergische Land. Von den Wagen habe ich zig Varianten mit unterschiedlichen Steuerwagen und allem drum und dran. Mal mit Licht, mal ohne Licht. Das ist halt so, es ist halt von früher so. Das ist diese Kindheitserinnerung, die kommt dann hoch. Und deshalb liebe ich diese Wagen halt, diese Kombination. Die halt meistens in diese Dreiergarnitur gefahren sind mit Steuerwagen und in der Mitte war dann der erste Klasse-Teil mit dabei. Wir machen nun einen Zeitsprung zurück in die unmittelbare Nachkriegszeit, als die Eisenbahn für fast alle Menschen das einzige Verkehrsmittel war. Ja, die Leute sind nach dem Zweiten Weltkrieg, als es in den Städten wenig zu essen gab, raus aufs Land gefahren und haben die Habseligkeiten, die sie noch hatten, mitgenommen und haben sie dann gegen Kartoffeln oder mal eine Speckseite eingetauscht. Letztendlich ist das so eine gewisse Reminiszenz an meine Großeltern. Meine Großmutter hat mir sehr viel davon erzählt. Und dieser Zug ist ursprünglich mal entstanden, um auf einer Ausstellung gezeigt zu werden. Die Ausstellung ist dann allerdings leider nicht zustande gekommen. Ich habe den Zug dann trotzdem fertiggestellt, weil er mir einerseits vom Thema her sehr gut gefällt und auch die Lokomotive, die davor ist, eine Lok der Baureihe 0310, an sich eine Stromlinienlokomotive, die in den späten 30er, frühen 40er Jahren entstanden ist. Man hatte damals das Problem, dass das Fahrwerk, die Zylinder, die Stangen recht heiß wurden und andererseits, dass die Stromlinienverkleidung dann zur Wartung im Weg war. Deshalb hat man die Stromlinienverkleidung im Bereich des Fahrwerks entfernt, um besser heranzukommen und auch um das Fahrwerk besser kühlen zu können. Und die Lok sieht dann so ein bisschen gerupft aus. Das hat mich mal gereizt, diese Sache nachzubauen, weil es solch eine Lok im Modell zurzeit nicht zu kaufen gibt. Und da habe ich dann mal selber gemacht. Die notleidende Stadtbevölkerung fuhr aufs Land und versuchte Lebensmittel zu tauschen gegen Wertgegenstände, Hausrat oder Kleidung. Auch wurden nach der Ernte die Felder nach übrig gebliebenen Kartoffeln oder Rüben abgesucht. Das Hamstern und Stoppeln war seinerzeit für viele Menschen die einzige Möglichkeit, Nahrungsmittel zu bekommen. Und die Bahn brachte sie wieder in die Stadt.